Prognosen sind schwierig, vor allem wenn sie die Zukunft betreffen und wenn sie dann auch noch in Kärnten stattfinden, wohl umso mehr. Interessant ist die Meinungsumfrage dennoch, vor allem weil es die erste Umfrage bei den Kärntnerinnen und Kärntnern ist, seit sich dieser Korruptionssumpf derart offenbart. Eine Gallup-Umfrage für die Kleine Zeitung, weil ja in Kärnten Neuwahlen gefordert werden und da käme es zum Machtwechsel. Bis zu 37% bekäme die SPÖ für die FPK, also die Freiheitlichen, gibt es nur 25-27%. Aber fast jede und jeder Zweite ist unentschlossen und das Schauspiel zu Klagenfurt heute im Sonderlandtag hat daran wohl nicht wirklich viel geändert. Ohne Protesten von Bürgern hat heute die Sondersitzung des Landtages begonnen. Am Vormittag haben aber Künstler am neuen Platz gegen Korruption und für Neuwahlen ein Protestlied präsentiert. Die FPK hat die Sonderlandtagssitzung geschwänzt. Ohne sie kann aber nicht über einen Neuwahlantrag abgestimmt werden, weil mindestens 2/3 der Abgeordneten dafür anwesend sein müssten. Die Blauen haben eine Sitzung in den Räumlichkeiten des FPK-Clubs abgehalten. Wie lange wird die FPK noch eine Neuwahl verhindern? Dass man bald dickste Neuwahlen machen muss, da sind wir dafür. Aber das unter Bedingungen, die letztendlich nicht aus dem Bauch kommen, sondern der Vernunft entsprechen. Weil wir letztendlich der Meinung sind, dass der Kärntner Landtag hier nicht als Showbühne missbraucht werden darf. Die Menschen auf der Zuschauertribüne machen sich ihre Gedanken über den politischen Zustand in Kärnten. Ich habe eigentlich gehofft, dass heute der Beschluss zustande kommt, dass wir Kärntnerinnen und Kärntner endlich einmal wählen dürfen. Also das heißt, Neuwahlen wird es aller Voraussicht nach ohne dies bald geben. Die SPÖ wird nach jedem gescheiterten Versuch einen Antrag auf eine neue Sonderlandtagssitzung einbringen. Wir werden also unter dem Motto Feig, Feiger, FPK unsere Sitzungen fortführen und irgendwann einmal wird es wahrscheinlich der FPK doch reichen. Unterstützung kommt von der ÖVP und den Grünen. Die heutige Sonderlandtagssitzung wurde vertagt. Die nächste Sitzung des Landtages gibt es schon am kommenden Dienstag. Landeshauptmann Gerhard Dörfler ist heute der Sonderlandtagssitzung ebenfalls ferngeblieben, wie seine Parteikollegen. Seine Begründung? Ich bin doch nicht bereit, mich mit dieser Umgebung, mit dieser Aufgeregtheit zu beschäftigen. Es ist ein inszenierter Sonderlandtag. Zumindest soll es aber kommende Woche Gespräche der Clubobleute aller Parteien über einen möglichen Neuwahltermin geben. Und damit ist eines klar, es bleibt politisch spannend in Kärnten.